Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Es ist Zeit für den deutschen Pokal. Runde 3 bzw. Achtelfinale. Wir spielen auswärts beim FC Bayern München. Die DFL hat es so gewollt oder die Auslosung, die wir ja leider nicht gesehen haben. Das wäre zum Beispiel mal ein cooles Feature, wenn man die Pokalauslosung noch irgendwie so sehen könnte. Also, dass so, was weiß ich, so zwei, drei Leute da stehen, immer die Kugeln rausziehen und dann die Vereins... Logos zeigen. Wäre ja auch mal eine Idee vielleicht für FIFA 18 oder FIFA 19, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, spielen wir heute bei den Bayern El Clasico Teil 2. Den ersten Teil haben wir ja gewonnen. Zu Hause 4:1. Die Bayern sind natürlich auf Rache aus, gar keine Frage. Die wollen sich das nicht ein zweites Mal gefallen lassen. Das kann ich verstehen. Aber Pokal ist Pokal. Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir haben uns gegen Leipzig zu Hause mit 1:0, glaube ich, durchgesetzt. Die Bayern, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall haben die auswärts auch nur ganz, ganz knapp gewonnen. Aber im Pokal kommt es nicht darauf an, ob du schön spielst. Im Pokal ist es wichtig, dass du weiterkommst, egal wie. Und das soll auch heute hier unser Ziel sein. In der Allianz Arena, das lasse ich mal laufen. Die Animation. Vielleicht sieht man ja nochmal die Autobahn. Nein, ich denke mal nicht. Auf jeden Fall, Allianz Arena, schönes Wetter heute. Wie immer, Bayern gegen Dortmund. Ja, Pokal-Achtelfinale ist eigentlich schon ein vorweggenommenes Finale. Und ich sehe gerade im Hintergrund diese Werbebanden, wo deutscher Pokal drauf steht, das ist auch neu. Das heißt, für den jeweiligen Wettbewerb gibt es immer extra Banden. Das ist auch cool. Ist auch ein neues Feature, das ich erst jetzt entdeckt habe. Also, El Clasico, deutsches El Clasico, deutscher El Clasico Teil 2, Bayern Dortmund, Pokal Achtelfinale. Wer setzt sich hier heute durch von den beiden Schwergewichten? Welcher der beiden Mannschaften? So, auf geht's. Lukas Piszczek und Gonçalo Castro. Jetzt haben wir wieder die stärkste Mannschaft mit dabei. Nicht so wie gegen Köln, wo wir die Mannschaft mal umgestellt hatten, komplett. Bis auf den Torwart. Und dann Mario Götze, der reingekommen ist. So, sind sie heute wieder komplett und alle fit, hoffe ich. Und dann schauen wir mal. Vidal. Hinten über Neuer. Boateng. Die hätten natürlich um einen sicheren Spielaufbau bemüht, sind Hummels. Aber ihr seht das, wir setzen die vorne schon sehr früh unter Druck. Hier dürfen wir natürlich die Lücke nicht zu groß werden lassen zwischen Angriff und Mittelfeld. Das ist klar, weil die Bayern, die haben da ihre Stärken und ihre schnellen Spieler. Lahm, Sanchez. Schick Robben durch. Nein, Müller spielt auch von Anfang an. Okay, haben ein bisschen die Aufstellung geändert. Xabi Alonso. Außen auf Douglas Costa. Das heißt, Ribéry spielt ebenfalls nicht. Boateng hintenrum und der verliert den Ball gegen Mario Götze. Und Götze hat den Ball noch. Komm, ja, Götze hat den Ball. Vielleicht jetzt unsere erste Chance. Götze, sieht er in der Mitte Aubameyang oder am zweiten Pfosten? Oh, Neuer kommt raus. Ist aber nicht ganz sicher. Castro gegen Robben. Ja, holt den sich zurück. Sehr schön. Gut nachgesetzt. Das müssen wir machen. Zeigen, dass wir gleich in den Zweikämpfen drin sind. Super gemacht. So, Sokratis. Schmelzer. Wenn es gar nicht geht, spielen wir halt hinten rum. Dann müssen die Bayern halt auch hinterherlaufen. Und hinterherlaufen ist immer anstrengender, als wenn du selber den Ball hast. Das weiß ich aus der eigenen Erfahrung. So, Mario Götze. Außen auf Dembele. Perfekter Pass. David Alaba kommt da nicht hin. Dembele. Oh, wird er umgegrätscht von Alaba. Aber es gibt den Vorteil, weil Götze sich den Ball holt. War vielleicht eine gute Entscheidung. Und Rode mit einem Schuss. Naja, ist zwar nicht der begnadeste Schütze, aber okay. Gibt nochmal ein paar mahnende Worte und sogar die gelbe Karte nachträglich für David Alaba, ja. Hätte ich mir sogar einen Freistoß gewünscht, aber okay. Hier sehen wir das, Dembele gegen David Alaba. Oh ja, mit gestreckter Sohle oder mit offener Sohle und gestreckten Beinen. War schon riskant, aber nach einer Viertelstunde schon mal eine frühe gelbe Karte. Das heißt, wir spielen jetzt mal vermehrt über David Alabas Seite, weil wenn der nochmal in Zweikampf irgendwie reingeht und dann irgendwie Scheiße baut, dann gibt es vielleicht die gelb-rote Karte. Aber okay, geht erstmal weiter. Über Boateng, über Vidal, hintenrum über Neuer. Der müsste den Ball jetzt eigentlich lang schlagen. Ja, er kann den nur hinten raushauen und da wartet Marc Bartra. Eigentlich, der jetzt wieder zurück in die Innenverteidigung muss. Douglas Costa. Ah, schneller Mann, den müssen wir eigentlich gleich hier stoppen. Piszczek zur Not auch mit einem Foul. Komm, zur Not leak ihn halt, aber nicht im Strafraum. Douglas Costa durch die Beine und Rode ist hinten und passt gut auf. Schön gemacht. So, der Konter über Aubameyang. Und Schürrle. Spielen zusammen. Schürrle. Und schickt Aubameyang, aber der ist leider im Abseits. Scheiße. Müssen wir trotzdem schießen. Und der Ball ist weg. Wie durch Zauberhand ist der Ball einfach weg. Aber okay, weiter geht's. Renato Sanchez. Das war auch ganz, ganz knapp. Da wäre Aubameyang fast hingekommen. Da auch. Also es ist sehr riskant. Natürlich lebt es von der Spannung. Nicht nur, weil es Bayern gegen Dortmund ist und weil es ein Pokalspiel ist. Auch, weil hier die beiden besten Mannschaften Deutschlands, wie gesagt, aufeinandertreffen. Und das ist doch immer ein schöner Vergleich. Sogar
im DFB-Pokal oder Deutscher Pokal, wie es hier heißt. So, Müller. Thomas Müller. Vidal steckt auf Robben durch. Nein, unten auf Lahm. Da kommt Schürrle. Oh, Gretsch ins Leere. Vidal, Robben, Lahm. Das ist halt der FC Bayern. Viele schnelle Pässe hintereinander. Das, was sie unter Pep Guardiola gespielt haben, zeigen sie auch hier. So, und jetzt Aubameyang, der Konter über Schmelzer. Gegen Philipp Lahm. Ja, da ist Schmelzer leider nicht schnell genug. Schmelzer, deswegen spielen wir jetzt erstmal hinten rum über Rode. Im Mittelfeld über Gonzalo Castro. Und wir spielen oben über Dembele und über Lukas Piszczek. Wäre da gewesen. Jetzt ist er da. Lukas Piszczek im Doppelpass mit Dembele. So wollte ich das eigentlich haben. Lukas Piszczek bringt die Flanke rein und Alaba ist dazwischen. Schade. Gut, dass er den Fuß dazwischen hatte. Hinten wäre nämlich Aubameyang gewesen. Dann wäre das nämlich vielleicht ein bisschen gefährlicher geworden. So, spielen wir mal den kurzen Eckball über Gonzalo Castro und Mario Götze. Der bringt den Ball rein. Hinten ist Sokratis, kein Abseits. Oh, völlig frei und das Tor war leer. Den muss er einfach nur reinköpfen. Was heißt einfach nur reinköpfen? Aber hier, guckt euch das an. Das ist frei. Vor Neuer. Und da sind wir schon am Jubeln. Oder auch am Ärgern. Scheiße, aber vielleicht hat er da nicht so viel Druck hintergekriegt. Vielleicht war der Ball doch etwas hoch. Aber das war die erste große Chance eigentlich in dem Spiel. Nach 35 Minuten frei vorm leeren Tor. Neuer war auch schon draußen eigentlich. Und dann sowas. Naja, schade. Aber weiter geht's. Weiter unter Druck setzen. Irgendwann machen die Bayern auch einen Fehler. Sanchez, Vidal, aber hier nicht. Die haben so viele gute Spieler im Mittelfeld. So viele Leute, die am Ball richtig stark sind. Richtig technisch versiert. Wo auch Robben und Müller zugehören. Müller. Xabi Alonso, Vidal. Spielt dann Lewandowski gar nicht, ne? Nee, der spielt dann gar nicht so. Außen David Alaba hat sich mit da vorne geschlichen. Aber das haben wir natürlich bemerkt. So, jetzt Dembele. Gegen Costa. Dembele ist auch schnell. Da kommt Douglas Costa nicht hinterher. Doppelpass mit Aubameyang. Schön gemacht. Dembele gegen Hummels. Schade. Alaba kommt dazwischen. Fair. Muss er auch. Ansonsten ist er weg. Ich glaube, die nächste Aktion, wie gesagt, wenn er da uns irgendwie nochmal blöd fault, gibt es da gelb-rot und dann haben wir einen Mann mehr auf dem Platz. Robben. Gleiches Halbzeit. Philipp Lahm. Und dann haben wir das wie in der Liga 0:0 zur Pause. Wenn es denn dabei bleibt, Schmelzer nochmal. Setzt er energisch nach gegen Vidal. Xabi Alonso gegen Dembele. Verliert den Ball. So, nächste Chance. Aubameyang und Götze. Neuer mit einer Parade in der Nachspielzeit. Schade. Gut gespielt, weil wir auch wieder nachgesetzt haben. Dann verlieren die Bayern den Ball und Götze, der hätte auch super gepasst. Aber Neuer ist ja nicht umsonst Welttorhüter und der beste Keeper hier in dem Spiel mit einer 92. So, letzter Eckball, denke ich mal, Gonzalo Castro. Vielleicht gelingt uns ja hier doch noch das Tor. Aubameyang mit der Flanke und uns gelingt noch das Tor. 1:0. Ab zu unseren Fans. Wo sind die? Die sind irgendwo hier hinten. 1:0. Es klappt doch noch. 1:0. Aubameyang, 45. Minute. Oder Nachspielzeit plus 3. Keine Ahnung. Der kam auch relativ frei zum Kopfball, muss ich ja sagen. Aber soll uns recht sein. 1:0. Die mitgereisten Dortmund-Fans sind hier außer Rand und Band. Gonzalo Castro mit einer schönen Flanke. Und da ist sogar die Kamera zu schnell. Würde ich gerne nochmal sehen. Zack. Kopfball völlig ungestört. Steht auch keiner am Pfosten, warum auch immer. Also ich würde immer einen an Pfosten stellen. An kurzen und an langen Pfosten. Aber okay, ich bin ja nicht bei den Bayern. Auf jeden Fall führen wir mit 1:0 mit der letzten Aktion. Das ist vom Kopf her gesehen, also psychisch, ein Vorteil für uns, weil wir mit einem guten Erlebnis jetzt oder mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Die anderen Ergebnisse haben wir nicht. Weitermachen. Bayern ist noch nicht geschlagen. Bayern werden jetzt mit Wut aus der Kabine kommen. Die denken sich, komm, wir haben schon einmal gegen Dortmund verloren in der Liga. Muss jetzt nicht noch ein zweites Mal sein. Ich bin gespannt. Und erwarten noch 45 harte und schweißtreibende Minuten. Auf jeden Fall. Hier im Pokal-Achtelfinale. Robben. Müller. Dann ist das wohl Tatsache. Dann spielt Lewandowski wirklich nicht. Dann spielen die mit Müller als einzigsten Stürmer. Naja, soll mir recht sein. So, Dembele. Im Doppelpass mit Gonzalo Castro. Komm, lauf, dann kriegst du den Ball. Jawohl. Dembele gegen Alaba, der muss wie gesagt aufpassen. Der hat schon Geld. Wenn er noch eine blöde Aktion macht, dann ist er weg vom Fenster. Dann kann er sich das restliche Spiel von der Bank aus ansehen oder von der Tribüne aus. Xabi Alonso, wieder David Alaba. Douglas Costa. Oh, den hat er sogar noch. Den hat er sogar noch. Den hat er aber nicht. So, komm. Führ schnell aus. Dembele hat ein bisschen Platz. Jawohl. Da haben die Bayern nicht aufgepasst. Dembele. Gegen Alaba. Ja, aufgepasst. Lässt er sich nicht fallen. Unser Dembele, das hat er auch gar nicht nötig. So, Lukas Piszczek, wieder gegen Alaba. Macht er bislang gut, ist bislang fair in den Zweikämpfen. Alaba schön gegen Piszczek. Xabi Alonso kommt dazwischen.
Oder dahin. Aber das nützt ja nichts, wenn sie da hinten rumspielen. Da können sie das machen. Vorne ist mir das ein bisschen wichtiger, aber hinten, da können sie echt rumspielen. So, Schürrle. Steckt auf Aubameyang durch und der nochmal auf Schürrle. Ich meine natürlich Aubameyang auf Schürrle. So meine ich das. Und Schürrle dann mit der Chance. Wenn er den direkt nimmt, dann wird die Chance, glaube ich, größer. So leider nur ein Rückpass oder nichts Gefährliches für Neuer. Robben gegen Sokrates wird da gut bearbeitet und auch fair. Das ist auch wichtig. So, Gonzalo Castro, Aubameyang. Schön, steckt auf Schürrle durch. Und jetzt, er kann es alleine machen. Wir machen es alleine mit Schürrle. 59. Und wieder Neuer. Ah, also die Bayern können sich bei Neuer bedanken, dass es nicht schon 2-0 steht. Nächste große Chance und die musst du einfach machen. Aber Neuer ist halt, wie gesagt, ein Superkeeper. Aber aufgepasst, Eckball. Hat uns kurz vor der Pause das 1-0 gebracht. Und jetzt? Sokratis und wieder. Eine gute Chance. Und wieder kommt Sokratis da ziemlich frei zum Kopfball. Ja, Lahm ist nicht da. Müller ist auch irgendwo, wo er nicht sein sollte. Und wieder stand niemand am zweiten Pfosten. Rafinha kommt für Hummels. Okay. Jetzt spielt Rafinha den Innenverteidiger. Was soll der Blödsinn? Was soll denn der Blödsinn? Seit wann spielt Rafinha den Innenverteidiger? Aber okay, wer weiß, wie die Bayern sich das aufgeteilt haben. Vielleicht soll das ja so sein. Douglas Costa. Du musst nach hinten, Peacecheck. Du bist Verteidiger. Da muss Dembele eigentlich hin, aber Rode kommt zur Not auch dazwischen. Rode, komm. Hol dir den Ball, hat er leider nicht gemacht. Xabi Alonso. Gegen Marc Bartra. David Alaba, Peacecheck ritscht dazwischen. Dazwischen und vorbei. Bartra macht das souverän mit der Hacke. Und der nächste Konter. Ach, schade, wenn Götze da hinkommt. Hätten wir oben Schürrle schicken können. So, jetzt Vidal. Achtung, Alaba. Nochmal Vidal wird da abgegrätscht. Schön gemacht. Das gefällt mir heute richtig gut. Das Abwehrverhalten. Und Götze ist auf und davon gegen Philipp Lahm. Der kommt da nicht hinterher. Götze, komm, Junge. Zieh, Junge. Hol nochmal alles raus, was du hast. Lahm kommt auch nicht hinterher. Der trabt da hinterher. Götze gegen Lahm. Und gegen Sanchez. Ah, schade. Aber gut gemacht von Götze. Super. Und noch ist die Chance ja nicht vorbei. Robben. Von den Bayern kommt, wie gesagt, recht wenig. Also auch wieder wenig Torchancen wie gegen uns eigentlich. Da hatten sie nur diese eine Chance aufs Tor, wo Lewandowski dann getroffen hat in der Liga. Und ansonsten nix. Null Komma nix. Das ist ein Pokal-Achtelfinale. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Bayern hier noch eine Runde weiterkommen wollen. Also so spielen sie für mich auf jeden Fall. Götze wird da gefoult, aber der Vorteil läuft. Über Castro, über Rode, über Aubameyang und oben über Schmelzer. Der schickt Dembele direkt. Der hat auch wieder mit Schürrle die Seiten gewechselt jetzt, ne? Fällt mir gerade auf. Vidal. Ja, da kommt Rode nicht dazwischen. Weiter aufgepasst. Müller. Hat da keine Anspielstation. Weiß nicht wohin. Macht es jetzt erstmal alleine. Sieht gut aus. Robben. Oh, da kriegt Schmelzer hinten rein. Gibt den Freistoß und auch die gelbe Karte. Das war ungestüm. Aber nur gelb. Nicht die rote Karte. Nur gelb. Da muss er jetzt nicht rot zeigen, oder? Was gibt der Schiri? Er gibt nur die gelbe Karte, ja. Völlig richtig, kommt wieder hinten oder kommt wieder von hinten. Bisschen ungestüm. Hier sehen wir das. Hätte vielleicht auch nicht sein müssen. Da hätte vielleicht das gute Stellungsspiel gereicht. So, die Bayern jetzt mit einer guten Freistoßposition. Über Robben macht das direkt. Er scheint es direkt zu machen. Ja, Robben! Oh, der kam zentral. Sah so aus, als ob der mehr ins Eck geflogen kommt. Aber okay. Genau, erstmal vorne sortieren und dann machen wir einen schönen Abstoß auf die andere Seite. Auf Schürrle gegen Robben. Hat gut geklappt. So, die Bayern wechseln nochmal zweifach, glaube ich. Ne, habe ich da gerade gesehen. Riskieren natürlich jetzt ein bisschen mehr. Das heißt, es wird gekontert. Auf Dortmunder Seite. Schürrle, schade, braucht zu lange. Setzt aber gut nach. Schürrle nochmal gegen Robben. Oh, stark gemacht von Schürrle. Was ist mit dem denn los? Schürrle, Götze gegen Renato Sanchez. Götze ist im Strafraum. Götze. Hinten auf Gonzalo Castro. Jetzt müssen wir es ausspielen. Jetzt müssen wir es einfach nur ausspielen. Rode. Peacecheck. Und jetzt ab in den Strafraum. Und hinten auf Aubameyang. Und das ist die Entscheidung. 2-0. Setzt sich da gegen Bernat oder gegen Rafinha durch. Und wir schaffen es. Wir kommen ins Pokalviertelfinale. Wir hauen die Bayern raus. Das schaffen sie nicht mehr. Und ich habe ja gesagt, wir müssen es nur noch ausspielen. Und Aubameyang da hinten gegen die Kleinsten. Gegen Bernat und Rafinha. Warum wechselt man auch Hummels aus? Oder David Alaba? Verstehe ich nicht. Die sind doch beide kopfballstark. Bernardo und Rafinha nicht. Und da sehen wir das. Die ganze Mannschaft freut sich mit 2-0. Wieder Aubameyang mit einem Doppelpack. Schießt er uns hier weiter ins Viertelfinale. Wahnsinn. Wir machen da im Pokal weiter, wo wir in der Liga aufgehört haben. Spielen super. Haben die Chancen. Und nutzen sie jetzt auch endlich. Super. 5 Minuten noch. Komm, dann haben wir es geschafft. Robben nochmal gegen Schmelzer. Aufgepasst. Schmelzer macht das fair. Und super. So, Rode. Oh, das war ein schlechter Pass. Aber okay, passiert. Weiter geht's. Robben.
Noch ist hier nicht Schluss. Die Bayern können auch noch in 3 Minuten 2 Tore machen. So ist es ja nicht. Robben. Schmelzer kommt ja nicht hinterher, aber Batra klärt. Und Schürrle. Und Gonzalo Castro. Und Aubameyang. Und Aubameyang sieht da Castro. Er sieht Castro und er setzt sich gegen Sanchez durch. Lahm kommt da auch nicht hinterher. Gonzalo Castro hat jetzt Platz. Gonzalo Castro. Ja, er kann den Ball nicht so gut kontrollieren, aber er hält ihn im Spiel. Und er spielt auf Schürrle. Rode, ganz oben. Sieht da Marcel Schmelzer. Der kann auch mal schießen. Schmelzer schießt Robben an. Gut, wir sind in der Nachspielzeit. Das Ding ist gegessen. Hier geht es nur noch um die Höhe. Dembele und Castro nochmal und gibt nochmal den Eckball. Wir gewinnen durch ein souveränes Spiel. 2:0, denke ich mal. Oder vielleicht sogar 3:0. Castro nochmal und Sokratis bzw. Batra und Bernard klärt auf der Linie. Rode nochmal. Gonzalo Castro, Rode, Götze. Sehr schnell gespielt. Und Sokratis und es war's. Es ist aus. Wir gewinnen das Pokal-Achtelfinale bei den Bayern. Ziehen ins Viertelfinale ein und schlagen einen großen Favoriten. Oder beziehungsweise den einzigen Mitfavoriten irgendwie. Mal gucken, wie die anderen Begegnungen ausgegangen sind. Es wird nicht viel einfacher im Viertelfinale. Sag ich jetzt. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben die Bayern geschlagen. Auch spielerisch waren wir den Bayern wieder überlegen. Viele Chancen hatten sie nicht. Ich glaube, gar keine. Kurz vor der Pause, denke ich mal. Das war der Knackpunkt, das Entscheidende in diesem Spiel. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. 2:0 gewinnen wir. Auch im Pokal gegen die Bayern, das wird den Bayern natürlich noch mehr stinken, dass sie jetzt auch im Pokal rausgeflogen sind. Aber, mein Gott, was soll ich sagen? Ich spiele auch schon auf Legende, also das nochmal dazu gesagt. Es ist ja nicht so irgendwie, dass ich noch eine Stufe höher gehen könnte. Es ist halt so. Wir schauen mal, die erste Hälfte hat schon gespielt. Schalke kommt gegen Wolfsburg weiter, Hamburg gewinnt gegen Augsburg 2:0 und Mainz schlägt Dresden souverän mit 3:0. Laut dem Turnierbaum würden wir gegen Schalke spielen. Ich weiß nicht, ob das wieder wie in FIFA 16 ist, dass der Turnierbaum sich dann wieder verschiebt oder sich die Begegnungen dann wieder verschieben. Wir gucken einfach mal. Hoffenheim ist der nächste Gegner in der Liga am 18. Dezember. Das wird dann auch das letzte Spiel der Hinrunde, glaube ich, sein. Preisgeld, wir kriegen 527.000 Euro. Dafür, dass wir die Bayern geschlagen haben, auch nicht schlecht. Und ich würde gerne mal im Pokal gucken, gegen wen wir jetzt spielen. So, die Top-Torjäger Robben mit 9 Toren, dann Bobadilla, Aubameyang. Schauen wir mal kurz drauf. Und auf die Begegnungen im Pokal. Und zwar auf den Baum, auf den Turnierbaum wollte ich eigentlich gucken. Egal, schauen wir hier in der Runde 3. Die Begegnung hatten wir schon, die ersten 4. Dann Leverkusen schlägt Frankfurt souverän 3:0. Bielefeld schlägt Hannover 2:1. Gladbach schlägt Bremen 2:1. Und Hoffenheim schlägt Nürnberg 1:0. So, jetzt die Viertelfinalbegegnungen. Ihr habt sie vielleicht schon kurz gesehen, ich habe darauf nicht geachtet. Viertelfinale. Schalke gegen Gladbach, Hoffenheim gegen Dortmund. Hoffenheim ist unser nächster Gegner am 7. Februar auswärts. Schwerer Gegner, aber machbar, gar keine Frage. Bielefeld spielt dann noch gegen Mainz und der HSV spielt dann noch gegen Leverkusen. Also Schalke gegen Gladbach ist, glaube ich, das namenhafteste Spiel. Ja, und dann, wenn wir das Halbfinale oder wenn wir dann das Viertelfinale gewinnen, haben wir schon unser Ziel erreicht, dass wir mindestens ins Halbfinale kommen. Und wenn wir dann im Halbfinale stehen, dann wollen wir natürlich mehr, oder? Dann wollen wir auch ins Finale und dann wollen wir auch den Pokal gewinnen. Aber bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg. Jetzt erstmal Hoffenheim und dann Augsburg noch unter der Woche. Und dann, ja, Bayern haben sich auf den 2. Platz vorgespielt. Also die Konkurrenz schläft nicht. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Punkte schön fleißig sammeln. Und dann, ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao.